Die beste Möglichkeit, deine Payback-Punkte zu verwenden, ist endlich wieder da. Der Transferbonus zu Miles & More. In diesem Video zeige ich dir genau, was es damit auf sich hat und was du beachten musst, um die allermeisten Meilen zu erhalten. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Hallo, hier ist Kevin von Points Travel Tech. Wie ich schon in einigen Videos erzählt habe, kann man Payback-Punkte in Österreich und Deutschland 1:1 zu Miles & More transferieren. Dies bildet die einfachste Möglichkeit, im Alltag ohne Fliegen viele Meilen zu sammeln. Seit einigen Jahren bietet Payback immer wieder mal einen zeitlich begrenzten Transferbonus an. Wandelt man im Aktionszeitraum Payback-Punkte zu Meilen um, erhält man je nach Höhe des Bonus mehr Meilen. Am Anfang waren es meistens 10%. Also hat man beispielsweise für 5000 Payback-Punkte 5500 Meilen erhalten. Zunächst waren diese Aktionen ausschließlich in Deutschland mit ungefähr 10% Bonus verfügbar. Seit letztem Jahr laufen die Aktionen zeitgleich in Deutschland und Österreich. In 2022 konnte man sowohl im Juni als auch im November 25% mehr Meilen beim Transfer erhalten. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, Juni 2023, läuft wieder das ganze Monat die Aktion mit unglaublichen 30% Transferbonus. Die Höhe hat sicherlich mit dem 30-jährigen Jubiläum von Miles & More zu tun. Es ist eigentlich sehr simpel, von dieser Aktion Gebrauch zu machen. Aber es tauchen online immer wieder dieselben Fragen auf und diese möchte ich nun alle in einem Video beantworten. Zuerst die Basics des aktuellen Angebots. Die Aktion läuft vom 1.6. bis 30.6.2023. Es müssen mindestens 4000 Punkte umgewandelt werden, damit man 30% Extrameilen erhält. Das Angebot gilt für Payback Deutschland und Payback Österreich. Es können maximal 75.000 Bonusmeilen im Aktionszeitraum gesammelt werden. Nun zur Beantwortung der häufigsten Fragen und anschließend ein paar Tipps von meiner Seite. Mir wird die Aktion nicht angezeigt. Was mache ich falsch? Der Transferbonus ist tatsächlich etwas versteckt und wird nur auf der Miles & More Seite beworben. Link dazu in der Videobeschreibung. Weder auf payback.at bzw. de noch auf der Seite, wo man den Transfer tatsächlich durchführt, wird die Aktion beworben. Das ist normal. Vertraue darauf, dass du von der Aktion von einer glaubwürdigen Quelle erfahren hast. Halte die Bestimmungen ein und du wirst die extra Meilen bekommen, auch wenn es nicht direkt dasteht. An dieser Stelle lade ich dich ein, mir auf Instagram zu folgen. Dann verpasst du auch nicht, wann die nächste Aktion online geht. Ist der Transfer nur einmalig mit Bonus möglich? Nein, du kannst im Aktionszeitraum so oft du willst eine Umwandlung durchführen. Solange du mindestens 4000 Punkte pro Transfer umwandelst und noch nicht 75.000 Bonusmeilen erhalten hast. Kann ich unendlich viele Punkte umwandeln? Nicht wirklich. Die Aktion ist auf 75.000 Bonusmeilen pro Miles & More Teilnehmer limitiert. Das bedeutet, dass du 250.000 Payback-Punkte umwandeln kannst, bis du das Limit an Bonusmeilen ausgeschöpft hast. In Summe könntest du maximal 325.000 Meilen generieren. Wie lange muss ich auf die Meilen warten? Laut den Bestimmungen kann es bis zu 6 Wochen dauern, bis die Meilen auf deinem Konto landen. Bei der aktuellen Aktion habe ich bei einem Transfer von Payback Österreich meine Meilen inklusive der Bonusmeilen quasi sofort erhalten. Bei Payback Deutschland kann es diesmal scheinbar zwischen 24 und 48 Stunden dauern, bis die Meilen ersichtlich sind. Und wenn es länger dauert, ist das auch normal. Bei der Aktion im November 2022 wurden die 1:1 Meilen sehr schnell, die Bonusmeilen erst nach ein paar Wochen gutgeschrieben. Solange du noch nicht mehr als 6 Wochen darauf wartest, ist alles im grünen Bereich. Ich habe 2 Payback-Accounts, einen in Österreich und einen in Deutschland. Kann ich beide für die Aktion nutzen? Ja, das kannst du problemlos. Für den Transfer muss lediglich der Nachname des Payback-Accounts mit dem vom Miles & More-Konto übereinstimmen. Du kannst und sollst bei beiden Payback-Webseiten dieselbe Miles & More-Nummer verwenden. Es ist dabei völlig egal, ob du deinen Miles & More-Account bei Austrian Airlines oder Lufthansa erstellt hast. Deine Servicekartennummer funktioniert länderübergreifend. Kann ich Payback-Punkte von jemandem anderen auf mein Miles & More-Konto übertragen? Nein. Die Nachnamen der 2 Accounts müssen übereinstimmen. Eine Möglichkeit gibt es, um von Meilen einer anderen Person zu profitieren,
und das ist der Meilenpool von Miles & More. Hier können sich bis zu 2 Erwachsene und 5 Kinder zu einer Gruppe zusammenschließen und gemeinsam Meilen sammeln und ausgeben. Das waren die häufigsten Fragen. Sollte deine Frage nicht beantwortet sein, dann schreib sie unten in die Kommentare. Abschließend noch ein paar Tipps. Wenn du viele Punkte zum Transferieren hast, dann übertrage maximal 20.000 Punkte auf einmal. Payback hat Sicherheitssysteme eingerichtet, die dich davor schützen sollen, dass jemand deine Punkte stiehlt. Wenn plötzlich mehrere 10.000 Punkte transferiert werden, läuten bei Payback die Alarmglocken und der Transfer wird im schlimmsten Fall blockiert. Es ist auch nicht ungewöhnlich, wenn nach den 20.000 Punkten, die durchgehen, eine weitere Umwandlung gleich danach nicht möglich ist. Hier kannst du die Hotline anrufen, die Nummern findest du in der Videobeschreibung und bekannt geben, dass du mehr Punkte transferieren möchtest. Dann wirst du freigeschaltet. Dies kannst du auch vorab der ersten Umwandlung schon machen. Das Freischalten kann aber ein paar Tage dauern. Das bringt mich gleich zum nächsten Tipp. Warte nicht bis zum letzten Tag der Aktion, um den Transfer durchzuführen. Sollte es Probleme geben, kann es sein, dass sie nicht gelöst werden können, solange die Aktion noch läuft. Andersrum solltest du nicht unbedingt am ersten Tag der Aktion zuschlagen. Kontrolliere zunächst dein Punktekonto. Hast du Punkte in gesperrter Form? Wenn ja, dann sieh nach, wann sie freigeschaltet werden. Sollte es noch innerhalb des Aktionszeitraums sein, dann warte mit dem Transfer bis dorthin. Solltest du dieses Video erst nach Ablauf der aktuellen Aktion sehen, wirst du bestimmt wissen wollen, wann der nächste Transferbonus kommen wird, oder? Genau kann dir das keiner sagen. Aber in der Vergangenheit waren die Transferboni im Juni und November verfügbar. Die Höhe der nächsten Aktion kann dir auch keiner sagen. Bisher waren die Boni zwischen 10% und 30%. Es gibt aber keine Garantie, dass sie wiederkommen werden. Ich gebe auf meinem Instagram-Account immer sofort Bescheid, wenn eine neue Aktion angekündigt wird. Folge mir am besten dort, um keinen Deal zu verpassen. Und wenn du schon dabei bist, dann like bitte dieses Video und abonniere meinen Kanal. Wenn du wissen möchtest, wie man als Österreicher einen deutschen Payback-Account anlegt oder umgekehrt, dann sieh dir dieses Video an. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.